Hallo, liebe Kursteilnehmende im Kurs Elektrotechnik zum Anfassen in der Webakademie. In diesem Video möchte ich mit euch ein bisschen die Schaltung des zweiten Tages besprechen. Die habe ich hier schon mal aufgebaut und wenn ich mal die Batterie einlege, sieht man, wie die Schaltung arbeitet. Der Mikrocontroller, der schwarze in der Mitte, schaltet diese grüne LED periodisch an und aus. Und ihr habt jetzt bestimmt schon das Spiel gespielt, was man mit dieser Schaltung spielen kann. Es ist so ein bisschen wie eine kleine Bombe, die man jetzt versuchen soll zu entschärfen. Dafür hat man drei Drähte. Es geht aber auch nur mit einem Draht. Den kann man jetzt an drei verschiedenen Positionen hier reinstecken. In der ersten Position sieht man, passiert gar nichts. Die LED blinkt einfach weiter. Und in der zweiten Position, da passiert was. Da sieht man, da kann man die Schaltung anhalten. Und wenn man es jetzt schafft, den Draht genau im richtigen Zeitpunkt reinzustecken, wenn die LED eben aus ist, dann hat man sozusagen die Bombe entschärft und die Schaltung gestoppt. Und in der dritten Position kann ich auch noch kurz zeigen, da passiert einfach auch gar nichts. Da blinkt die LED weiter. So, und jetzt möchte ich noch kurz nochmal Spannung messen mit dem Multimeter. Dazu schalte ich das mal hier an auf den Spannungsmessbereich. Und dann sind hier die zwei Anschlüsse und hier oben. Diese Schiene, das ist ja die Masse und der Anschluss von der LED, der in Richtung des Mikrocontrollers zeigt, da ist die Betriebsspannung und dann sieht man, dass die Spannung an der LED zwischen 0,09 oder 93 Millivolt, 0,9 Volt und etwa 3,7 Volt schwankt, je nachdem, ob die LED jetzt an oder aus ist. Und man sieht, selbst wenn die LED aus ist und nicht leuchtet, fällt über ihr trotzdem eben ein ganz bisschen Spannung ab. So ein Multimeter habt ihr vielleicht auch zu Hause. Diese Messung könntet ihr auch ausprobieren. Was ihr bestimmt nicht zu Hause habt, ist ein Oszilloskop. Das will ich euch auch noch kurz zeigen. Ich habe jetzt hier so eins, das man per USB-Kabel an den Computer anschließen kann. Und mit so einem Oszilloskop kann man jetzt Spannungen in Abhängigkeit von der Zeit messen. Und dafür brauche ich auch zwei Anschlussklemmen. Die schwarze schließe ich wieder an die Masse an. Also auf die obere Seite der LED und das rote Kabel, mit dem man jetzt eben die Spannung messen kann, an die andere Seite der LED. Das ist jetzt der Messaufbau. Damit schiebe ich dieses Kamerafenster mal zur Seite. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt kann man eben hier mit dem Oszilloskopprogramm, man sieht schon, dass hier ein bisschen was passiert, diese Spannung messen. Und dafür ja, muss ich jetzt mal den Bereich, der hier gemessen werden soll, ein bisschen einstellen. Und dann sieht man schon sehr schön genau das Pulsmuster, dieses Ein- und Ausschalten der LED. Und ein so ein Kästchen hier auf der Anzeige, das entspricht eben einer Sekunde. Und jetzt kann man eben sehr schön ablesen, dass die LED ungefähr ein bisschen länger als eine Sekunde immer ausgeschaltet wird und eingeschaltet wird und auch diese beiden Spannungen hier etwa 0,09 Volt und die 3,7 Volt im ausgeschalteten und eingeschalteten Zustand, auch die kann man hier wunderbar aus diesem Oszillogramm, aus diesem Diagramm der zeitabhängigen Spannung ablesen.